Hallo und willkommen zu meinem Vortrag Moderne Geräteverwaltung als Pfeiler für Zero Trust. Mein Name ist Ruben Hille und ich bin IT-Consultant für Endpoint Management bei der Sepago GmbH. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Microsoft Endpoint Manager die Strategie des Zero Trust-Konzeptes erfolgreich umsetzen können. Bevor ich auf den Endpoint Manager als sich selbst eingehe, möchte ich nochmal die Prinzipien des Zero Trust-Konzeptes selbst ansprechen. Wir prüfen Zugriffe explizit. Wir benutzen Least Privileged Access und wir sind uns bewusst, dass Angriffe nicht nur stattfinden können, sondern dass sie das auch werden. Explizite Prüfung bedeutet, wir prüfen jeden Zugriff an sich. Wir verlassen uns nicht darauf, dass eine Prüfung an einem Gerät oder von einem Benutzer einmalig erfolgreich war, sondern prüfen diesen bei jedem Zugriff erneut. Used Least Privileged Access in Bezug auf Endpunkte bedeutet insbesondere, dass die Benutzer nur mit den Rechten ausgestattet sein sollten, die sie unbedingt brauchen. Sollten höhere Anforderungen da sein, brauchen wir Mechanismen, die uns als IT dabei unterstützen, diese Anforderungen von der Ferne aus auch außerhalb des Perimeters bereitzustellen. Assume Breaches soll darauf hindeuten, dass wir uns nicht nur bewusst sind, dass Gefahren lauern, sondern dass diese auch jederzeit eintreten können und prinzipiell auch nicht zu vermeiden sind. Wir brauchen daher Mechanismen, die uns warnen, sollten hier im speziellen Fall die Endpunkte kompromittiert sein. Da sich der klassische IT-Perimeter immer mehr und mehr auflöst, ist die Identity der neue Perimeter. Aber auch die Endpunkte stellen einen wichtigen Punkt in der Zero-Trust-Kette dar. Es muss sichergestellt sein, dass die Unternehmensrichtlinien und die gesetzlichen Vorgaben auf diesen Geräten eingehalten werden. Da wir diese Prüfungen nicht manuell durchführen wollen und das praktisch auch eigentlich nicht möglich ist, brauchen wir hierfür Mechanismen, die dies automatisch für uns übernehmen. Klassische On-Prem-Systeme kommen hierfür kaum in Frage. Da sich unsere User immer mehr auch ohne VPN bewegen aufgrund der überwiegenden Cloud-Nutzung, ist nicht sichergestellt, dass sich die Geräte mit unseren On-Prem-Systemen verbinden. Die Lösung an dieser Stelle sind ebenfalls Cloud-Produkte für das Endpoint-Management einzusetzen, welche sicherstellen können, dass die Geräte regelmäßig geprüft werden. Die veränderte Situation im Endpoint-Management bringt neue Herausforderungen mit sich. Unter anderem müssen wir sicherstellen, dass unsere Endpunkte verlässlich gepatcht werden, dass unsere Richtlinien auch außerhalb des Perimeters angewendet werden und dass diese dort auch geprüft werden können. Wie wir auf dieser Folie erkennen, ist das Gesamtausmaß deutlich größer. Auf alle Punkte werde ich in diesem Vortrag nicht eingehen können. Insbesondere möchte ich im Rahmen des Zero Trust-Vortrages auf die Konfiguration und Compliance-Check mit Endpoint Manager eingehen. Was ist Microsoft Endpoint Manager eigentlich? Viele Kunden fragen mich im Alltag, was ist Intune, was ist Endpoint Manager, ist Endpoint Manager Intune, welcher Begriff ist der richtige? Microsoft hat hier in der Vergangenheit mit ständigen Produktnamenswechseln für sehr viel Irritation gesorgt. Mit Endpoint Manager stellt Microsoft eine zentrale Plattform für Verwaltungsfunktionen rund um Endpunkte bereit. Diese integriert unter anderem Intune, welches MDM und MAM, Mobile Device Management und Mobile Application Management, bereitstellt, sowie Endpoint Security, Autopilot für die Bereitstellung von Endgeräten und verschiedene Analyseelemente bereit. Gehen wir nun genauer auf die Konfigurationsrichtlinien ein. Mit Konfigurationsrichtlinien lassen sich Gerätefunktionen, Geräterestriktionen, Zugriffsprofile und weiteres verwalten. Mit den Richtlinien für Gerätefeatures lassen sich zum Beispiel Dinge steuern, wie ob Benachrichtigungen im Startbildschirm erlaubt sind oder nicht. Dies ist insbesondere auf Hinblick von Datenschutz sehr wichtig. Mit Geräterestriktionen hingegen lässt sich steuern, ob zum Beispiel für das Reaktivieren des PCs eine PIN oder ein Kennwort erforderlich ist. Zugriffskonfigurationen lassen sich VPN-Profile oder WLAN-Profile sowie Zertifikate bequem auf Endgeräte verteilen. Mittelpunkt der Konfiguration von Endgeräten mit dem Endpoint Manager bilden die Konfigurationsrichtlinien. Die Konfigurationsrichtlinien ersetzen die GPOs aus dem On-Prem-Umfeld. Der Vorteil bei der Verwaltung mit dem Endpoint Manager liegt darin, dass diese auch ausgerollt werden können, wenn sich die Geräte nicht innerhalb des Unternehmensnetzwerks befinden. Insbesondere können hier mit Features, Restriktionen und Zugangsprofile verwaltet werden. Für Third-Party-Applikationen und
Für alles, wofür keine Einstellungen seitens Microsoft bereitgestellt werden, gibt es die Möglichkeit, individuelle Richtlinien zu erstellen. Beispiele für Konfigurationen sind das Unterbinden von Nachrichten auf dem Sperrbildschirm, das Anfordern eines Kennworts nach Reaktivierung des Systems, das Einblenden des Sperrbildschirms nach längerer Inaktivität und die Anforderung von Verschlüsselung von Datenträgern. Die Vorgaben, welche Richtlinien gesetzt werden müssen, ergeben sich aus gesetzlichen Anforderungen wie zum Beispiel der DSGVO und Unternehmensrichtlinien. Des Weiteren können die Richtlinien die IT dabei unterstützen, den Support zu minimieren, indem sie Zugangsprofile für WLAN, VPN und Ähnliches bereitstellen, welche ansonsten von dem Anwender gegebenenfalls eigenständig durchgeführt werden müssten und zu Serviceanfragen führen könnten. Das Einschränken der Benutzerrechte hilft auch dabei, Servicefälle zu vermeiden, da der Benutzer daran gehindert wird, falsche Einstellungen am System vorzunehmen oder unerwünschte Anwendungen zu installieren. Im Hinblick auf Zero Trust ist es wichtig, die Compliance im Auge zu behalten. Wie anfangs gezeigt, reicht es nicht aus, die Einstellungen einmal einzurichten und auszurollen, sondern wir müssen explizit bei jeder Anfrage oder bei jedem Zugriff auf Unternehmensdaten sicherstellen, dass diese Richtlinien auch noch denen entsprechen, welche wir ursprünglich erwartet hatten. Hierfür bietet uns Endpoint Manager die Möglichkeit, Compliance-Richtlinien zu erstellen, welche zum Beispiel prüfen, ob Veränderungen am System vorgenommen wurden, wie das Deaktivieren von BitLocker oder das Entfernen eines Kennworts. Sollte durch das System ein Compliance-Check feststellen, dass Einstellung verändert wurde, wird dies entsprechend dem Endpoint Manager mit dem Status nicht kompatibel gekennzeichnet. Dieser Status wiederum kann dafür verwendet werden, den Zugriff auf Unternehmensdaten einzuschränken oder zu blockieren. Neben der Prüfung, ob unsere gesetzten Konfigurationseinstellungen angewendet wurden, kann ebenfalls geprüft werden, ob sich das Betriebssystem auf einem aktuellen Patchstand befindet oder ob unerwünschte Applikationen durch den Anwender installiert wurden. Ein weiterer sehr wichtiger Compliance-Check ist, dass die Sicherheitssoftware auf einem aktuellen Stand und aktiv ist. Für das Monitoring der Compliance-Richtlinien stellt uns der Endpoint Manager individuelle Dashboards zur Verfügung, mit welchen schnell der Gesamtüberblick über die gesamte Endgeräteverwaltung eingesehen werden kann oder auch detailliert auf einzelne Richtlinien einzelner Geräte, was insbesondere bei der Fehlersuche unterstützt. Die Gesamtübersicht kann dazu dienen, um zu erkennen, ob aktuell irgendwelche Kompromittierungen des Netzwerkes oder der Endpunkte vorliegt. Die Daten aus dem Monitoring können dafür verwendet werden, automatisiert Alarmierungen zu generieren, welche entweder an ein Ticketsystem oder per E-Mail an die zuständigen Bearbeiter gesendet werden können, damit diese die Dashboards nicht ständig im Auge behalten müssen. Wie erwähnt, können wir den Status des Compliance-Checks dafür nutzen, um den Zugriff auf Unternehmensressourcen zu blockieren oder einzuschränken. Hierfür erstellen wir mit Hilfe von Conditional Access-Regeln, welche sich im Azure Active Directory befinden, Zugriffsregeln, welche auf diesen Status prüfen. Einsatzbeispiele sind das Blockieren des Zugriffes oder das Einschränken der Sitzung dahingehend, dass Daten zwar gelesen, aber nicht heruntergeladen oder gedruckt werden können. Dadurch, dass die Conditional Access-Regeln bei jedem Zugriff explizit geprüft werden, ist das Zero Trust-Konzept hiermit auch erfüllt. Ein zentrales Thema bei der Endpunktsicherheit sind die Windows-Updates. In klassischen IT-Umgebungen wird dieses durch WSO-Server innerhalb des Unternehmensnetzwerks bereitgestellt. In unseren neuen Ansätzen können wir nicht immer davon ausgehen, dass unsere Endpunkte ständig mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden sind. Hier hilft uns Endpoint Manager, indem er diese über Richtlinien an die Clients über das Internet bereitstellt. Mithilfe des Endpoint Managers können auch Richtlinien erstellt werden, mit welchen Patches einer ausgewählten Anwendergruppe vorab bereitgestellt werden können, damit diese getestet werden können. Neben Windows-Updates können über diesen Mechanismus auch Gerätetreiber bereitgestellt werden. Dies ist für die IT eine große Entlastung. Die Windows-Updates, welche die Clients durch die Konfiguration durch den Endpoint Manager beziehen, werden von den Microsoft-Servern direkt aus dem Internet geladen. Da dies bei Clients, welche sich vorwiegend im Unternehmensnetzwerk direkt aufhalten, nicht unbedingt erwünscht ist, aufgrund der Bandbreitenauslastung, gibt es die Möglichkeit, die Endpunkte so zu konfigurieren, dass die Patches auch von Endpunkten geladen werden, welche die Patches bereits installiert haben. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick darüber geben, wie der Endpoint Manager Sie bei der Umsetzung Ihrer Zero Trust Strategie unterstützen kann.
Anzumerken ist an dieser Stelle noch, dass alle gezeigten Konzepte nicht nur in der Windows-Welt Anwendung finden, sondern ebenfalls auf macOS, iOS und Android angewendet werden können. Vielen Dank.